drag the pain out of the house. Big and brave, something proud, say my name, I'm a wow. Here comes the time in everyone's life. Wow. When you have the ball in love, huh? Once or twice. Oh, so, I never really feels like it was only yesterday. Back when I thought I'd never touch the motherland, because my skin's a different colour to them other man. But still they're calling me the coloured man. So you can find me getting a straight peanut butter jam. Sticky, make a finger snap like a rubber band. We expand like a grand in another hand. Melts like butter in the pan as the others ran. But me got stuck around, no doubt. Pull the finger out, flabber in the ground. Down south, know what I'm about, just another clown. Red snout running at the mouth in another town. Drown, drown. When everyone was in the same place, and we were stuck up in that same race, same face, listening to beats with the same taste, ways. But now my beats come from LA, California, king of the streets, kicking like Pelé. You see that dip in the ground, it's bad soil, it's LC, you're mad lib, it's mad loyal. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn drei Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Die Stamford Bridge ist der Schauplatz unserer Partie, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin auch heute wieder wohl Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Chelsea ist auf dem Papier favorisiert, da machen wir uns nichts vor. Das weiß jeder vor diesem UEFA Champions League Hinspiel. Trotzdem muss man die Konzentration hochhalten. Es kann immer viel passieren. Wir haben oft Favoritenstürze erlebt. Genau das möchte Chelsea eben nicht erleben. Chelsea im Achtelfinale der UEFA Champions League, Buschi. Jetzt gilt es so langsam. Die Vorrunde ist natürlich eine Sache, aber in der K.O.-Runde geht dieser Wettbewerb im Grunde nochmal von vorne los. Ja, und da müssen die Teams aufdrehen. Du darfst dir keine Nachlässigkeiten mehr erlauben, musst mental da sein. Fehler jetzt hier gut zu machen, kleine Fehler, das kann schon unmöglich sein. So wird Chelsea heute beginnen. So, bei Ihnen sehen wir heute welche Formation, Buschi? Es wird auf dem Papier ein 5-2-3, eher ungewöhnlich, bietet aber spannende taktische Möglichkeiten. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Es geht los mit diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Es ist alles gesagt, wir gehen ins Spiel. Könnte jetzt was werden. Die Gelegenheit für die Flanke. Da passt der Klasse auf. Christian Pulisic. Chelsea geht hier nach vorne. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Viel Platz jetzt auf außen.
ist das das Tor. So, geht dann gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Fairer Einsatz hier. Außen ist Platz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Da kann er sich den Ball holen. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Sie müssen aufpassen. Einwurf, der Ball war draußen. Chiazzi mit dem Angriff. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Guter Vorstoß da jetzt. Zweikampf um den Ball. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Dominik Calvert-Lewin. Oh, kein Tor. Das war aber ein richtig guter Konter, da hat fast alles gestimmt. Schauen wir ihm ins Gesicht, ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Klasse Pass! Jetzt kann da was entstehen. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Den Ball hat er gut geholt. Machen Sie jetzt gut. Gut durchgesetzt. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht! Und das Zittern geht weiter. Sie können den Pass unterbinden. Sie verlieren hier den Ball.
Den Zweikampf führt er sehr gut. Das ist die Chance. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Der Ballverlust. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Jetzt schießt er. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Das Pressing ist da. Er kann es machen. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Jetzt sind sie am Ball. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Sauber vom Ball getrennt hier. Da ist Platz für den Konter. Sie sind da, Ball wird geblockt. Ja, schön, der Grätscher ausgewichen. Weiter geht's. Schön geklärt. Da ist der Ball jetzt weg. Jetzt haben sie den Ball. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Da verlieren sie den Ball. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Christian Pulisic. Sie bieten sich an. Jetzt ist der Ball dort auf Weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Er lässt den Gegner stehen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Sieht gut aus für den FC Chelsea. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. Klasse gehalten. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Das wird Freistoß gegen Chelsea geben. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig.
Die Chance. Gute Parade. Der Freistoß war kein Problem. Hat ihn rechtzeitig gesehen und gut aufgepasst. Eine gute Aktion vom Torwart. Gutes frühes Stören. Da wäre die Chance über außen. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Jetzt schert sie mit der Offensive. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. So, was machen Sie draus? Setzt sich klasse durch. Den Ball holt er. Jetzt haben Sie den Ball wieder. Riesenchance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. ...2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. 2 Minuten werden nachgespielt. Da passt er auf. Muss Einwurf geben. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Da oben, der fordert den Ball. Vom Flügel zieht er. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Eckball. Ecke kommt rein. Da kommt der Schuss. Der ist nicht drin. Gehalten. 45 Minuten sind rum. Es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Die zweiten 45 Minuten gehen los. Jawohl, Wolf, in diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Es ist die erhofft intensive Partie. Sie holen sich den Ballbesitz. Da gewinnt er den Zweikampf. Das macht er sehr gut.
ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da ist der Ball weg. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Ballverlust. Den Ball kann er abfangen. Klasse Tackling. Da ist die Balleroberung. Jetzt die Chance. Gute Parade. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Er holt sich vorne den Ball. Unglaubliche Parade. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. So, Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Sie können den Ball erstmal abblocken. Kai Havertz ist da. Jetzt schießt er. Glanzparade gehalten. Die Ecke kommt. Da kann er jetzt erstmal klären. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Callum Hudson-Odoi. Havertz kaum vom Ball zu trennen. Da geht er vorbei. Ist das der Anschlusstreffer? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Kein Tor in der Szene. Die Fans fassen es nicht. Und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Das macht er gut. Da ist er alleine durch. Ganz spannende Szene. Der Pass, stark gemacht. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem, das macht er ganz abgeklärt. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0.
Fairer Einsatz hier. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Die Chance jetzt. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Gefährlich. Drüber, Buschi. Kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Das Pressing ist da. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Und direkt die nächste Ecke. In den Strafraum. Gut geklärt, das war wichtig. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Ja, könnte was werden. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Vorne der Ballgewinn. Die Gelegenheit. Super Parade, klasse gehalten. Ecke in die Mitte. Und die Situation ist wieder bereinigt. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Blockt den Schuss erstmal ab. Kai Havertz. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Vorne jetzt die Balleroberung. Da geht er vorbei. Wunderbar platziert der Ball und Nemec schlägt sein. Ah, schönes Tor, hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1, sieht so leicht aus, ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven, da musst du abgezockt sein. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über. Buschi, hör mal. Nee, ganz im Gegenteil. Durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Sie verlieren den Ball.
Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müssen Sie mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Er holt den Ball hier ganz stark. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Sie können es machen. Ball am Pfosten. Und er ist drin. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance ist noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. So langsam wird es gefährlich. Da geht er dazwischen. Tolle Szene, klasse Kopfball, aber das Gestänge ist im Weg. Da hätte er einen Treffer verdient gehabt, aber das Aluminium rettet. Momentan läuft die Partie doch in eine andere Richtung, als wir es erwartet hatten, oder Buschi? Mal wieder völlig korrekt, Wolf. Aber wenn jedes Spiel immer so laufen würde, wie man das vorher besprochen hat, wäre ja auch langweilig. Riesenchance! Da haben sie gut aufgepasst. Und das gibt Eckball. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Jetzt ist die Kugel weg. Guter Vorstoß jetzt. Platz zum Flanken hier. Da ist die Chance. Da ist er drin, ein tolles Tor. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Sauberes Tackling und so haben Sie jetzt Ballbesitz. Ganz energisch. Gute Chance. Kein Tor. Da blocken Sie den Ball gerade noch ab. Havertz. Kai Havertz. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Klasse durchgesetzt. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Den Versuch war es wert, aber sie werden am Ende nicht belohnt.
verteidigt da den Ballbesitz. Havertz. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Guter Vorstoß dahin. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Jubel bei den Gästen, das war's für heute in diesem Hinspiel. Man holt sich hier den Sieg. Wichtiges Ergebnis natürlich, wichtiger Erfolg. Jetzt kann man durchaus selbstsicher ins Rückspiel gehen. Das sieht auf jeden Fall recht gut aus. Jetzt nochmal volle Konzentration, Wolf. Dann müsste das mit dem Weiterkommen eigentlich klappen. Das war schon über weite Strecken überzeugend. Streckenweise sogar brillanter Fußball. Und man hat gesehen, was in dieser Mannschaft steckt. Viel Platz jetzt auf außen. Some questions regarding the match? No further questions, thanks.